Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und heute nehme ich euch mit auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges. Heute befinden wir uns in der Nähe von Verdun, genauer gesagt auf der Höhe 191 bei Massiche. Dies war eine bedeutende Höhe während des Ersten Weltkrieges. Der Hügel, auch bekannt als Main de Massiche, liegt in der Champagne-Region in Frankreich und war von der strategischen Bedeutung aufgrund seiner erhöhten Position, die eine weite Sicht auf das umliegende Gelände ermöglichte. Im Jahre 1915 starteten die deutschen Truppen eine Offensive, um diesen Hügel zu erobern. Sie setzten eine Kombination aus Graben und Tunnelbau ein, um sich dem Hügel zu nähern und ihn schließlich zu erobern. Dies war eine äußerst gefährliche und mühsame Aufgabe, da sie ständigen Beschuss und Gegenangriffen der französischen Truppen ausgesetzt waren, die den Hügel verteidigten. Diese Offensive war Teil der Champagne-Herbstschlacht, die vom 22. September bis zum 6. November 1950 stattfand. Trotz der enormen Anstrengungen und Risiken konnten die deutschen Truppen die Höhen nicht halten und sie wurde am 28. September 1915 geräumt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ereignisse getrennt von der Schlacht an der Somme sind, die später am 1. Juli bis zum 18. November 1916 stattfanden. Beide Ereignisse sind wichtige Teile der Geschichte im Ersten Weltkrieg und zeigen die Brutalität und die hohen menschlichen Kosten dieses Krieges. Sie veranschaulichten außerdem die Art von Grabenkriegsführung, die während des Ersten Weltkrieges weit verbreitet war und die enorme Anstrengungen und das Risiko, das Soldaten auf sich nahmen, um strategisch wichtige Positionen zu erobern. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind immer noch auf unserer Frankreich-Tour und schaut mal, das Wetter, die Landschaft, es ist einfach wunderschön. Eigentlich kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es damals vor über 100 Jahren war. Wir befinden uns jetzt auf der Anhöhe von Massiche. Das wird Massiges geschrieben, wird Massiche ausgesprochen. Und hier war vor über 100 Jahren eine der heftigsten Kämpfe. Wir befinden uns jetzt gerade hier auf einer Anhöhe und man sagt dazu auch Main de Massiche, denn dieser erhöhte Punkt hatte 5 Finger, deswegen sagt man auch die Hand von Massiges oder Massiche, Entschuldigung. Und die wurde erbittert gehalten von der französischen Seite und die Deutschen hatten allerdings recht gute Chancen und sind auch ziemlich weit gekommen, aber komplett einnehmen konnten sie diesen Berg nie. Und hier hat man dann vor einigen Jahren einen Gedenkort aufgebaut und den möchte ich euch heute gerne zeigen. Und hier gibt es verschiedene Gedenktafeln. In Erinnerung an die 369. US-Infanterie-Regiment. Von April bis September 18 wurden die eingesetzt. Hier ist eine Steinwand installiert worden mit vielen Gedenktafeln. Und hier eine große Gedenktafel. Komplett auf Französisch. Ich kann es leider nicht ablesen. Das, was ich hier versehen kann, ist tiefrot ist die Frontlinie zu Anfang. Das ist hier. Dann blau ist hier. Das ist in der Mitte und ganz zum Schluss war die Frontlinie hier. Das bedeutet, die Deutschen sind also bis nach Massiche vorgekommen und sind dann aber zurückgeschlagen worden. Und so sah das damals hier aus. Das ist, ne, ich hatte ja gerade gesagt, das sieht aus wie 5 Finger. 1, 2, 3, 4 und da ist der 5. Da ist der 5. Finger. Und schaut mal, was man damals für Granaten
abgeschossen hat. Das ist ein Blindgänger. Schaut mal hier, persönliche Ausrüstungsgegenstände. Ein Teller zum Beispiel. Stacheldraht, alles Sachen, die man hier gefunden hat. Und die hat man dann hier da aufdrapiert. Und hier gab es 3 große Explosionen. 6 Tonnen Sprengstoff. Und schaut mal, so hat man damals den Schollenvortrieb gemacht. Hier konnte man relativ aufrecht stehen und dann hat man hier jemanden gehabt, der in der Hocke gearbeitet hat. Und dann hat man das hier mit so Wagen hat man das rausgeholt. Und dann hat man hier eine große Höhle gebaut und die dann mit Sprengstoff, in dem Fall 6 Tonnen. Und das sind die Originalbriefe von der damaligen Zeit. Und so sieht dann eine Explosion aus. Und schaut mal, da sind gerade welche drin. Dann habt ihr einen ganz guten Größenvergleich. Und wir gehen natürlich jetzt auch mal hier lang. So, Infanteriesperren, Draht, Stacheldraht. Ja, und in Friedenszeiten ist schon schwierig hier durchzukommen. Stellt euch vor, die sind überall. Und ihr steht unter Granat- und Artilleriefeuer. Fast unmöglich, da durchzukommen. Die Panzer kamen hier erst relativ spät, die Tanks. Schaut mal hier. Seht ihr mal, wie groß diese Minen sind. Hier ist so ein Scharfschützenblech oder ein Schützenblech, aber auch nur ein Teil davon. Hier haben wir eine Stellung. Gehen wir jetzt mal gemeinsam rein, würde ich sagen. Ne? Da. Links und rechts die Bleche, damit das Erdreich nicht nachrutscht. Und dann konnte man hier den Feind beobachten. So, jetzt hat das. Also bis dahin konnte man schauen. Und da kam dann der deutsche Gegner. Bestimmt kein Zuckerschlecken hier in so einem Ding drin zu sein. Hier scheint es auch Sprengauswirkungen gegeben zu haben. Und das sind die Trenches, die sogenannten Trenches, die Gräben. Hier drüber geht eine Lore. Und schaut mal hier, die sind so eingedreht. Hier muss man den Kopf einziehen. Verschiedene Eisenbahnbleche. Das sieht richtig sauber und geordnet aus, weil der Stein so hell ist. Boah, hier ist sogar noch eine technische Einrichtung. Und die funktioniert sogar noch, um Sauerstoff reinzubringen. Ah, jetzt haben wir natürlich keine Taschenlampe, Leute. Aber ich kann euch mal zeigen, wie eng das ist. Man kommt da kaum rein. Und das geht da richtig weit rein. Ich glaube sogar, das ist original aus der damaligen Zeit. So, Handylicht anmachen. Ich glaube, Ferris kommt hier gar nicht rein. Oh. 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 Ende. So, also hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber ihr wisst ja, wir müssen überall reinkrabbeln, um zu gucken, ob da irgendwas zu finden ist. Also jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und Leute, ich kann mich gar nicht umdrehen. Ich kann nur so zurück. Also
für Leute mit Platzangst. Die sollten hier nicht rein. Bonjour. Bonjour. Are you English or German? Oh, Allemand? Okay, we are French. Ah, okay. Speak English. A little bit. Okay, so you have to cram. Yeah. And this is dark? Very dark, yeah. But it's here's the end. It's not okay, far. Okay, c'est pas très yeah. But I am, in French, we say claustrophobe. Yeah, so in I German we say claustrophobie. Yeah, I won't go there. Yeah, it's better. Okay. And, but it's cold here. It's good. It's interesting. Yeah. It's. I think it's original. Ah, c'est original. Yeah. Yeah, peut-être avec une. You have a light of your. Only of from, your, from my mobile. Yeah, okay. So it's not enough, I think. It's not enough. But it's only wood. Ah, okay. It's only wood. So, jetzt habe ich es doch irgendwie geschafft, mich umzudrehen. Sehr, sehr freundlich. Also dieses Vorurteil, was ich mal vor 20 Jahren hatte, dass Franzosen nicht so nett sind zu Deutschen, insbesondere wenn wir uns keine Mühe geben, Französisch zu sprechen, kann ich absolut nicht bestätigen, Leute. Ferenc hatte dieses Vorurteil auch, als wir angefangen haben. Der hatte es, glaube ich, sogar noch. Ich definitiv nicht. Ja, jetzt habe ich doch geschafft, mich umzudrehen. Und jetzt bin ich auch wieder rausgekommen. So, da waren wir gerade drin. Puh. Und bestes Wetter noch gekriegt. Hier nochmal ein Beobachter. Observer. Original, Leute. Absolut original. Man konnte auch Türen einsetzen. Keine Ahnung, wofür die Türen waren. So, hier seht ihr mal, wie klein der Ausguck war. Aber wenn man nah genug ranging, konnte man auf jeden Fall noch sehen. Auch hier Relikte. Sogar ein Kochgeschirr. Boah, ist ja riesig. Gehen wir jetzt mal links. Schaut mal, die armen Menschen damals, also in jedem Krieg, ne? Also, heute weiß man, glaube ich, worauf man sich einlässt, wenn man in den Krieg geht. Wobei viele, glaube ich, auch nicht. Aber damals waren die Leute ja noch so getrimmt, dass das ehrenvoll ist und dass man das noch irgendwie machen muss, um Mann zu werden. Und Propaganda und so war damals auch mit Social Media noch nicht so weit. Heute können wir uns ja Krieg angucken. Gibt es auch genug Filme und so weiter. So, und schau mal hier. Hier wird wahrscheinlich ein Drehkranz gewesen sein von einem Minenwerfer. Hier wird wahrscheinlich ein Minenwerfer drauf gewesen sein. Ein Mortar. So, ich habe der sehr netten Dame gerade erklärt, warum es notwendig war, Minenwerfer bzw. Steilfeuergeschütze genereller Natur einzusetzen. Wir befinden uns ja hier jetzt gerade in einem Laufgraben, in sogenannten Trenches. Und wenn man direkt drauf feuern würde, dann kann man den Inhalt des Grabens nicht treffen. Deswegen benötigt man sogenannte Steilfeuergeschütze. Die haben hochgeschossen, dann gab es den Scheitelpunkt und dann sind die runtergefallen. Und damit konnte man die Menschen in den Schützengräben dann auch treffen bzw. töten. Andere Möglichkeit war natürlich, die vorhandene 7,5 Artilleriekanone so einzusetzen, dass man andere Munition einsetzt, zum Beispiel Schrapnellgeschosse. Die explodierten dann zum Beispiel hier über meinen Kopf und haben dann bei Explosionen ganz viele kleine Kugeln freigesetzt. Das haben wir euch in einem anderen Video gezeigt. So, wir gehen weiter. Und Timo hat uns gestern erklärt, oh, hier ist jemand gefunden worden im Oktober 2012. Also ihr seht, wir sind hier wirklich auf dem Schlachtfeld, wo Leute gestorben und gekämpft haben. Und genau an dieser Stelle haben sie 2012 noch jemanden gefunden, ausgegraben. Also, hier gibt es eine Unterführung. Wie gesagt, Leute, das ist alles original.
wo wir hier gerade durchgehen. Ja, ich hoffe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. So, und hier ist Ende von den... Also man hat die wahrscheinlich wieder ausgegraben, die Trenches, so wie ihr hier seht. Und hier hat man dann aufgehört, beziehungsweise man hat wahrscheinlich weitergemacht. Vielleicht macht man sogar noch weiter, um das zu verlängern. Oder vielleicht auch, um Ausgrabungen durchzuführen. Weil ihr könnt euch vorstellen, dass da wahrscheinlich noch Munition und alles Mögliche rumliegt, hier im Waldstück. Und da seht ihr, dass es für einen Angreifer, der ja von unten kam, fast unmöglich ist, die Leute hier in den Gräben zu treffen. Deswegen brauchte man Mörser, Stallfeuer. Und hier, wir haben gerade die Beobachter gesehen, es gab überall auch MG. Boah, das ist groß. Nester. Und selbst wenn da 20.000 Angreifer kommen, man braucht nur ein paar Maschinengewehre, um den Angriff zu stoppen. Das ist unglaublich. Und damit hat halt keiner gerechnet. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Die Soldaten aus der damaligen Zeit dachten halt, dass es ähnlich wie bei Napoleonskriegen so war, dass man halt in einer Reihe aufeinander schießt und dass das, wie soll man das sagen, ehrenvoll ist. Aber das hier, Erste Weltkrieg, hatte nichts mehr mit Ehre zu tun. Hier wurde einfach nur abgeschlachtet. Hier wurde einfach nur abgeschlachtet. Und hier oben gibt es noch weitere Relikte. Hier dieses Blech zum Beispiel. Oder hier eine Unterkunft aus U-Bahn-Blech. Das ist alles aus der damaligen Zeit, Leute. Und hier sehen wir Granattrichter ohne Ende. Ein Schweinespieß, der einfach hier drin liegt. Da liegt er. Was auch immer das ist. Das ist wahrscheinlich Kanonenrad, das man hier auftropiert hat. Und hier sind überall Schweineschwänze in den Granatrichtern. Hier zum Beispiel ist eine Schaufel. Das ist unglaublich. Und hier, schaut mal, da sieht man, oh, hier, schaut mal. Feldflasche. Oh, hier baut sich eine Wespe ein Nest. Das wollte man natürlich nicht stören. Und hier, es ist alles noch oberflächlich zu finden, Leute. Sogar Granaten. Ich habe da vorne, glaube ich, eine Granate gesehen. Ja. Oder? Lieber nicht anfassen. Und hier ganz viel Material. Was ist das? Das weiß ich nicht, was das ist. Granatsplitter. Das ist hier alles noch da. Hier 7,5. Also eine Flasche noch von damals. Eine Weinflasche. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe mich jetzt komplett ablenken lassen.
Für mich war es immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum das so schwierig war, die feindlichen Linien einzunehmen. Jetzt haben wir einmal gesehen, der Höhenunterschied war ein extremer Vorteil. Aber selbst wenn man das hierhin geschafft hätte, ihr müsst euch vorstellen, das war natürlich auch zu damals, hat man sich hier vorgekämpft gegen feindliches Feuer und ist dann hier in diesen Stacheldraht verhauen hängen geblieben. Wie will man da durchkommen? Ne? Wie will man hier durchkommen? Und das bei Feuer. An diesem Monument, an diesem Denkmal wird mir tatsächlich das erste Mal klar, warum es diesen Stellungskrieg gab und warum es so schwierig war, den aufzubrechen. Schaut euch mal die Länge des Stacheldrahtes an. Da kommt ja keiner durch. Das bedeutet, der Angreifer ist irgendwo, weil das ist ja die erste Kampflinie und das hier ist die zweite Kampflinie. Die waren untereinander verbunden. Bedeutet, man ist dann quasi von der ersten Kampflinie in die zweite Kampflinie einfach reingegangen und dadurch kommen diese riesigen Opferzahlen zustande. Boah. So, für die Besucher heute gibt es natürlich die Möglichkeit, hier gesunden Fußes durchzukommen. Und hier, schaut mal. Und da steht noch eine kleine daneben. Boah. Oder hier. Also das ist, ich bin glücklich, dass wir das gemacht haben. Das ist es auf jeden Fall. Also solche Orte sind wichtig, um euch bzw. mir selbst zu zeigen, dass es, also wie der Krieg damals abgelaufen ist. Und ich glaube, man hat hier reingesägt, damit die Leute das nicht mitnehmen. Gibt halt immer Leute, die Relikte mitnehmen. Boah, ist das warm. So, hier stand eine deutsche 7,7. Die Franzosen hatten ja die 7,5. So, das sind Schrapnelle. Die explodieren halt in der Luft und setzen dann diese ganzen Kügelchen frei. Dann gibt es Explosionen, die explodieren halt. Und dann gibt es hier Brandsätze. Leute, das ist so unfassbar krank, was Menschen sich einfallen lassen, um andere Menschen zu töten. Am besten noch qualvoll. Wir haben gestern Geschichten gehört, da sind sie mit Flammenwerfer auf die deutschen bzw. gegnerischen, es war ja egal, beide haben ja Flammenwerfer eingesetzt, Linien losgelaufen und haben Höhlen ausgeräuchert. Haben die Amerikaner ja auch in den Vietnamkrieg zum Beispiel oder Koreakrieg gemacht. Alter Schwede, ist das riesig. Hier. Ja, die sind alle eingeschnitten. Da ist auch alles voll. Alter Schwede, ist das riesig. Alter Schwede. Also, ist sicherlich mit eins der spannendsten Museen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon häufiger in diesem Urlaub gesagt. Beim Blockhaus der Palek fand ich halt auch mega. Aber hier wird Geschichte wirklich real. Ich glaube, das passt, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, die ganzen kleinen Krater sind von 7,5. Und jetzt gehen wir wieder in den Trench, gehen wir rein und hier direkt weitere Zeugnisse aus der damaligen Vergangenheit. Kochgeschirr, eine Hülse, Arbeitswerkzeug, noch eine Hülse. Alter, hier ist noch eine Kanone drin. Hier ist einfach noch eine Kanone drin. Haben sie ja gerade angekündigt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Kanone hier drin steht. 7,5.
Deutsch. Mit den Munitionskisten. So, hier, guck mal. Hier kamen die rein. Natürlich waren die damals länger, weil die Treibladung fehlt ja noch. Die waren ungefähr so lang, wie die Kisten selbst waren. Und dann hat man die abgeschossen. Boah. Alter, wie viele Relikte hier noch sind. Mal gucken, ob wir die Kanone von draußen kriegen. Und ihr seht, das ist eine Kanone, die schießt quasi in den Horizont rein. Da schießt sie rein. Das bedeutet, es gab immer einen Artilleriebeobachter, der angewiesen hat, wo man hinschießen sollte. Eine Tonne wiegt die. 8,4 Kilometer und 8 Schuss pro Minute. Die französische konnte ja so 15 bis 17 konnte die abschießen. Aber die deutsche hatte tatsächlich einen riesen Vorteil, weil die Deutschen eine bessere Technik hatten. Die haben die Kanone offensiver eingesetzt als die Franzosen. Und dadurch hatten die einen strategischen Vorteil. Ja, hatte ich gestern mal gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe. So, das, was mit dem Graskrieg hier zu tun hat. Schaut mal. Hier sind Gasflaschen. Kann sein, muss aber nicht. Ich weiß nicht, ob in Massisch schon mit Gas gekämpft wurde. Ipan war ja der Anfang. Aber ob in Massisch mit Gas gekämpft wurde, habe ich gerade auch nicht recherchieren können auf Anhieb. Da sind wir hergekommen. Man kann sich schon verlaufen. Überlegt mal, die wurden ja hier so zickzackmäßig angelegt. Wenn die Deutschen oder die Franzosen, ist ja egal wer, die feindlichen Linien dann erreicht haben, dann waren sie ja hier in diesen Gräben und kannten sich nicht aus. Das bedeutet, überleg mal, man hat im Zweifel hier von hier nach da gekämpft und ist dann mit Bajonetten aufeinander losgegangen. Oder. Also richtig krass. Ja, das ist schon wirklich krass. Ja, und immer allseits berühmt ist der sogenannte Grabenfuß, weil anders als heute stand das Ding hier und auch viele andere unter Wasser. Und dadurch haben die Leute keinen trockenen Fuß mehr bekommen und irgendwann den sogenannten Grabenfuß bekommen. Das ist wirklich krass. Hier, das war die erste, ich komme leider nicht dran, aber hier, das ist die erste rauchfreie Patrone. Haben wir gestern gelernt in dem Museum. Die sah ein bisschen anders aus. Die war hinten noch ein bisschen dicker. Und hier liegen noch Bahren rum. Boah, das ist auch krass. Das ist auch krass. Nein! Leute. Ich liebe das, dass die Leute so respektvoll mit den Sachen hier umgehen. Und dass das alles noch vorhanden ist. Ach, da oben sind noch Sachen, guck mal. Hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben. Selbst Schuhleder ist hier noch, das fasse ich mal nicht an. Und hier wieder Granatenteile, Flaschen. Hier ein Ofen. Alles noch da. Schaut mal die Verzierung hier. Hier habt ihr mal ein Bild, wie das damals hier war. Ja, und manchmal waren die Angriffe ja 7 Tage am Stück. 7 Tage haben die
haben die Artillerie hier drauf geschossen. Auf die gegnerischen Linien, manchmal sogar noch länger. Boah. Schaut mal, hier liegt ein komplettes Bett. Das ist eine komplette Stube. Und glaub mir, das war nicht für einen normalen Soldaten, weil die mussten draußen bleiben. Das war schon für jemanden hören, bestimmt hier. Sogar noch ein Löffel. Oder hier, Emaille. Alles von hier. Und alles noch da. Ohne dass es jemand mitgenommen hat. Hier Beobachter. Alter, ist das groß. Ist das groß. Und überall die Flaschen, Kochbesteck. Hier geht's runter. Kopf einziehen. Man hätte auf jeden Fall. Oh, Leute. Ich hätte auf jeden Fall eine Lampe mitnehmen müssen. Das wusste ich nicht. Stuhl. Ein Bett. Hier gibt es eine Lampe, das ist gut. Oh, ne, ist keine Lampe. Das ist ein Ausguck. Was für eine Aussicht. Das ist der absolute Hammer. Es ist so unfassbar schön hier. So, da kommen wir jetzt her. Da, genau. Und hier. Also man kann hier echt einen ganzen Tag verbringen. Das ist gar kein Problem. Hier wieder eine Beobachtungsglocke. Die ist neu, aber die Glocke ist alt. Hier, der Blick raus. Und hier gab es einen Bereich für viele Leute, die beobachten konnten. Und kämpfen wahrscheinlich. Hier hätte man dann mit seinem Gewehr gestanden. Und auf die gegnerischen angreifenden Soldaten geschossen. Also Erster Weltkrieg ist mindestens mal so spannend wie der Zweite Weltkrieg. Und teilweise gibt es sogar noch mehr zu sehen. Und die ganzen Sonnenlau und so weiter, die konzentrieren sich eher auf den Zweiten Weltkrieg. Aber es wird auch immer mehr, dass die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges abgesondert werden. Ja, auf der, ich bin zwiegespalten, ich sondle ja selber nicht. Ich habe mehrfach vorgehabt, das zu machen, aber jedes Mal hat meine Faulheit gewonnen. Also wenn die Sachen nicht aus dem Boden kommen, dann vergammeln sie ja. Und dann sind sie unwiderruflich weg. Wenn man sie aus dem Boden holt, dann haben die Sachen wenigstens eine Chance, dass man daran denkt und dass die Leute bekommen, die Interesse daran haben. Natürlich zweifelt
So, ja, kann man daran zweifeln, ob das alles ethisch korrekt ist, weil die Leute damit ja Geld machen, teilweise richtig viel Geld machen. Kochgeschirr. Aber Fakt ist, solche Sachen würden ja normalerweise im Boden verrotten. Jetzt liegen sie hier und wir können uns die anschauen und uns daran können wir sehen, wie das damals halt so war. Ne? Durch Relikte wird das halt anfassbar. Hier ist sogar noch der Korken drauf. Durch diese Relikte wird das halt anfassbar und für uns nachvollziehbar, wie die Menschen damals gelebt und gelitten haben. Also von daher eine zweischneidige Sache. Ich bin ehrlich von euch, ehrlich zu euch. Bin gespannt, wie ihr das ganze Thema seht. Ob ihr sagt, man sollte das Sondeln sein lassen und die Sachen im Boden vergammeln lassen oder man sollte sie ausgraben. Und wer weiß, was damit machen. Also schreibt gerne mal eure Meinung in das Kommentarfeld. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir gehen derweil weiter. Auch hier wieder ein Soldat gefunden. 2013. Dass man diesen Teilstück halt ausgebaut hat. Und auch alle Relikte, die man damals gefunden hat, hat man hier liegen lassen. Oh, hier hat man sogar einen Namen von jemandem. Albert Joseph Dadur. Und man hat hier sogar eine Blume hingelegt. Schön. Ja, der miserable, miseris Soldat. Wie gesagt, die Ratten haben die angefressen. Läuse gab es. Boah. Leute, schau mal. Das ist einfach unglaublich. Hier hat man gekocht, Pferdefleisch. Sehr häufig. Weil die Pferde haben ja gearbeitet. Und wenn die dann nicht mehr zu gebrauchen waren, ich drücke mich mal drastisch aus, hat man die geschlachtet und gegessen. Hier ist alles voller Relikte. Eine Säge. Hier die Säge. Eine alte Lampe. 1915. Boah. Das ist wirklich crazy. Und hier geht's direkt weiter. Hier so ein Futterbehälter. Haben wir ja gelernt. Schaufeln ohne Ende. Und so haben die damals gelebt. Man auch eine Stube nachgebaut, einen Topf. Ich frage mich, ob in Deutschland das alles so gelassen worden wäre. Oder ob man die Sachen schon mitgemopst hätte. Hier auch 2014. Und auch hier wieder. Vorher informieren müssen wegen Taschenlampe. Liegt eine Munitionstruhe. So, nur dass ich einmal da kommen wir gerade her. Ich habe gerade ein paar TikTok-Videos gemacht, deswegen bin ich schon hier. Da finden wir Relikte ohne Ende. Hier finden wir auch noch Ausrüstungsgegenstände, eine Milchflasche zum Beispiel hier. Aber auch hier verschiedene Spulen. Der Spaten hat sogar ein M drauf. Da oben der Stacheldraht wieder. Und hier auch alles voll. Schaut mal. Das ist wirklich so krass, Leute. Die Bahre. Da ist eine Bahre. Überall Relikte, die zeige ich euch schon gar nicht mehr, weil es ist alles voll. Hier sieht man sogar noch die Durchschüsse von den Schrapnellen. Da ist sogar noch ein alter Ofen.
Der ist, glaube ich, aus so einer Transportbox für Essen gemacht worden. So ein Mini-Unterstand. Der ist auch nicht tief. Und hier, das fand ich nochmal richtig spannend. Denn hier liegen einige fette Granaten. Da eine große 150er wahrscheinlich. Stollen. Genau, hier waren wir schon. Und hier der deutsche Beobachter ging 7 Meter runter hier in die Galerie. Und hier konnte man oben Ausschau halten. So, hier geht es überall in die Minen. Vielleicht haben wir ja später noch die Möglichkeit, nach unten zu gelangen. Und das hier auch nochmal ein absolutes Highlight. Ein riesiger Granatsplitter. Man kann eigentlich nur froh sein, dass man so ein Ding direkt abkriegt. Ansonsten tut das halt richtig weh. Zünder. Was ist das denn? Da waren hier Schrapnellkugeln drin? Ich glaube, das war der Träger für die Schrapnellkugeln. Das kann gut sein, oder? Da waren die Schrapnellkugeln drin. Und das ist der Zünder oder hinten der Treibsatz. Aber ich kenne mich mit Munition, wie ihr wisst, nicht so gut aus. Meine Steckenpferde sind die Bunker des Zweiten Weltkrieges. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was das sein kann oder was das mal war. Das wird wahrscheinlich für Telekommunikationsdraht gewesen sein. Eine Hülse von einer Granate und Essbesteck da unten drin. Und alles voller Kriegsschrott. Alles voller Kriegsschrott. So, und da vorne sehen wir. Ah ja, hatte ich also recht. So, das ist. Das geht so besser. Also das Rad ist von einer Kanone, 7,5 französisch. Und das hat man hier aufdrapiert. Also auch nur aus optischen Gründen. Und hier, Leute, liegt noch eine riesige Granathülse rum mit Einschusslöchern. Krass. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es ist einfach riesig. Und ich glaube, dass man hier einfach Grabungen angestellt hat, weil man wusste, dass diese Gräben sind. Und dass alles, was wir hier sehen, ist von Menschenhand nachträglich gebaut worden. Es war wahrscheinlich ähnlich, wie wir hinter uns sehen. Einfach nur grüne Wiese und man gräbt es weiter und weiter aus. Die Relikte, die man findet, die Toten, die man findet, beerdigt man bzw. stellt man hin und baut das Grabensystem 1:1 weiter. Also Menschen oder Leute, die das hier machen, mein größter Respekt, der größte Respekt mit dem, was ihr tut. So, hier ist privat. Das werden wir dann auch nicht zeigen. Ich denke, das ist die Abteilung oder der Bereich, wo der Verein sich auch zurückzieht, vielleicht Dinge lagert und die zeigen wir jetzt nicht, geben wir auch nicht hin, weil diesen Menschen, die das hier wahrscheinlich ehrenamtlich machen, denen gehört mein größter Respekt. Und schaut mal hier, da ist einfach so viel Material aus dem Boden rausgeholt worden. Granattrichter auch wieder mit Granate drin, also Hülse, ne?
Das ist auf jeden Fall schon fast ein Tagesbesuch, den man hier machen kann. Und wir waren ja gerade in der ersten Linie höchstwahrscheinlich. Und das hier ist dann die zweite Linie. Hier gibt es auch nochmal einen Beobachter. Der ist ein bisschen höher und konnte dann über die ersten Gräben auch wachen. Hier gab es ein paar Leitern, weil man musste ja ein bisschen höher, weil man hier ja diese Sichtscharten hatte, auch Schießscharten wahrscheinlich. Und man musste hier eine gewisse Höhe haben, damit man nach unten gucken konnte. Wenn man vorne ist, ist man ja relativ tief. Und damit kann man auch deutlich einfacher nach unten auf den Gegner gucken. Aber das ist von hier oben, von der erhöhten Position, natürlich schwierig möglich. Also nochmal an die Menschen, die das hier machen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das Video sieht. Ich teile die ja auch häufig in Facebook-Gruppen. Dann stellt den Leuten mal aus, dass ich den höchsten Respekt vor dieser Arbeit habe. Abri. Oh, ich hoffe, hier gibt es Licht. Das ist leider... Ah ja, gibt es. Also für euch reicht es, meine Augen haben sich noch nicht gewöhnt. Die haben nämlich überall diese Infrarotlichter gemacht. Die oben sind die Solarzellen, damit man die auch laden kann. Und hier unten hat man dann ein bisschen, ein ganz bisschen Licht. Und das sind Betten aus der damaligen Zeit. Das Holz ist wahrscheinlich sogar original. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier gerade drauf trete. Das ist ein Ofen gewesen. Da bin ich gerade dran gekommen. Den sieht man nämlich nicht. Hier ist eine Lampe. Und hier ist das Bett. Und es gibt hier auf jeden Fall noch einen Zugang nach unten. Mal gucken, ob wir den gleich finden. Ferenc ist wahrscheinlich schon durch. Alles Porzellan. So wie ein Halblich. Sogar noch mit Tarn. Hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Beobachtungsglocke da hinten. Das waren eher so die Bereiche, wo die normalen Soldaten sich aufgehalten haben. So, hier war das Essen drin. Das. Und das hier ist in... Das sind die Schießscharten hier gewesen. Für die normalen Soldaten, für die Infanterie. Das war vielleicht für die Scharfschützen. Und schaut mal die Aussicht. Und man sieht, die ganzen Gräben haben sich untereinander Feuerschutz geben können. Also man hat die nicht einfach so irgendwie angelegt, sondern es hatte alles Sinn. Auch hier Schützenreihe. Das war wahrscheinlich die letzte Reihe, die letzte Verteidigung. Und jetzt
jetzt sind wir, glaube ich, auch durch. Ich habe gerade noch ein paar Bäume gesehen, aber wir lassen ja eh gleich die Drohne fliegen. Und dahin geht es sogar noch weiter. Hammer, oder? Geil. Hast du da hinten schon geguckt? Ja. Links ist Lazarett, rechts ist Küche und Weinlage und so. Mega. Da sitzt er. Da sitzt er. Die Sonne. Hammer. Also wirklich krass. Also ein Highlight jagt das nächste Highlight. Gestern hatten wir ja das Glück, dass wir den Museumsleiter oder Inhaber kennengelernt haben. Heute das beste Wetter hier und massiv. Also ich hatte das schon lange auf dem Plan, aber heute haben wir die Möglichkeit und das bei bestem Wetter. Auch hier wieder eine Granate. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 25 cm oder 30 cm, so riesig. So, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber da ist irgendwas hochgegangen. Da ist irgendwas hochgegangen. Ach, wir sind am Truppenübungsplatz. Das kann natürlich sein. Ein altes Bett. Sanitätsstation, hat er, glaube ich, gesagt. Schon wieder. Krass. Riesige Explosion am Horizont. Selbst ein Brot hat man hier ausgestellt, Leute. Da gehen wir aber nicht dran. Ah, guck mal hier. Gibt es sogar... Theoretisch könnte man hier übernachten. Schon wieder. Also ganz viele Explosionen im Hintergrund. Das ist die... Tragen hier die Sanitätsstation. Leute, schau mal hier. Explosive. Aber die scheinen moderner zu sein. Hier gibt es auch noch einen Eingang. Boah, schaut mal, Leute. Nur noch Stücke von dieser Person. Ja, schaut euch das mal gerne an. Für die Leute, die Bock haben auf Krieg. Ja, auch in der Ukraine gibt es gerade Laufgräben. Stellungskrieg. Und keiner, der sich für euch interessiert. Ja, da liegt jemand und die gehen einfach über ihn drüber. Weiß ich nicht, ob man das haben muss. Und hier... Schaut mal, tatsächlich, man sieht, die Erde ist noch relativ frisch. Die ist noch gar nicht so tief eingesackt. Gräber sacken ja irgendwann tief ein. Helme drauf. Krass. Ja, da wird mir schon fast schlecht, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Da wird mir schon fast schlecht. Hier haben wir die Frischwasser-Tanks, Messer, ganz viele Trinkflaschen. Und hier konnte man sich dann, nachdem man gekämpft hat, sich Wasser holen. Unglaublich. Leute, das ist wirklich unglaublich. Die Erde muss dann natürlich auch bewegt werden. Insbesondere für die, also für die Trenches, aber auch für die also für die tiefer liegenden Galerien. Und der Sand musste natürlich weggebracht werden. Und der Sand ist ja hell. Und deswegen war es relativ einfach, den als Artillerie-Aufklärer zu sehen. So. Der ist richtig noch stachelhart. Oder hier die Munitionskiste. Hier ist sogar was drin. Schau mal hier. Eine Pfanne.
dazu. Auch das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Hier ist Ende, da beginnt der Privatbereich. Das ist, denke ich, wie gesagt, Lagerfläche. Und hier ist leer. Und hier seht ihr den Stacheldraht, wie er damals ausgesehen hat. Es geht einfach immer noch weiter. Potpourris. Das ist wahrscheinlich eine Küche. Eine Feldküche. Boah, ist das krass, Leute. Ist einfach alles noch da. Vom Pferd wahrscheinlich. Suppenkellen. Kaffeemühle. Und nochmal. Da hat man sich beholfen mit Schweineschwänzen und hat eine Feuerstelle gemacht. Vorne ist ein Bienennest. Boah. Hört man vielleicht schon. Da ist ein Turret von Panzer und der ganze Kriegsschrott, den man eingezäunt hat, extra mit Wespen, damit man da nicht zu nah rangeht. Schaut euch das mal an. Da liegt sogar noch ein Lauf von der Waffe. Das ist unglaublich. Das glaubt dir keiner zu Hause. Es glaubt dir einfach keiner zu Hause. Im Hüttgemalt freust du dich, wenn du mal irgendwie einen Munitionssplitter findest. Und hier liegt sogar noch ein Helm. Alter Schwede. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach baff. Ich bin einfach baff. Lore. Ference wusste ja, was kommt. Hat er mich einfach hier fein unvorbereitet hingehen lassen. Ich glaube, hier ist am Ende. Ja, da ist Ende. Dann gehe ich mal wieder zurück. Da kam ich, war ich auch schon gerade. Also Leute, ich glaube, wir sollten häufiger Erster Weltkrieg in Angriff nehmen, oder? Hammer. Da kommen wir jetzt her. Und eine Sache habe ich gerade übersehen. Schaut mal hier. Verschiedene Granathülsen. Aufgesprengt, nicht aufgesprengt. Stacheldraht-Original. Verschiedenes Werkzeug. Gewehre, also Reste davon. Hier finden wir einen originalen Radsatz mit Achse, originales Holz, Panzerplatten für die Scharfschützen, ganz viele Drahtscheren für den Stacheldraht und, Leute, schaut mal, ganz viele Gewehre. In Deutschland wirklich unvorstellbar und hier liegen einfach Unmengen davon rum. So, was sagt mein Großer zu diesem Museum? Geil. Hammer, oder? Richtig Hammer. Das Wetter passt auch perfekt. Ja, was haben wir denn hier um dich herum? Granatenhülsen. Boah. Geil, oder? Aha. Eine granatenstarke Treppe. Das ist wirklich eine granatenstarke Treppe. Das, ich glaube, die haben das ausgegraben hier. Und das dann alles freigelegt. Und die Relikte und die Toten, die sie gefunden haben, haben sie aufgrapiert. Mhm. Das war wahrscheinlich komplett übererdet, genauso wie hier. Und die machen immer weiter. Ja. Und deswegen finden die auch immer wieder Leichen. Ja, 2012, 2017 und so. Genau, richtig. Ja, cool. So, hier kann man
Ach, das ist ja geil. Hast du schon gesehen? Da sieht man ungefähr, wie... Da gucken, kannst du da anpinnen. Wie weit die Sachen weg sind, ne? Kippe Korn. Kimmel. Ach nein. Ach, das ist ja... Da kannst du da durchgucken und dann kannst du noch anvisieren, wo du hin willst. Ach, witzig. Und die Entfernung siehst du, ne? Da hast du die Entfernung. Stimmt. Zu zweit sieht man immer besser, ne? Ja, vier Augen sehen mehr als eins. Genau. Meinst du, die Bäume sind von der damaligen Zeit? Ja, weil ich würde fast behaupten, da siehst du die Einschusslöcher im linken Loch. Und die Schrapnelle, ne? Ja. Jo. Schaut euch das mal an. Also es ist sehr selten, dass... Einfach gestorben und stehen geblieben. Ja, das waren die Bäume aus der damaligen Zeit, sieht es extrem selten. Ja, ne? Hier, der Baum ist auch von damals. Und hier haben wir nochmal einen schönen Blick in die Trenches. Dosen. Hast du da vorne die Bombe gesehen? Die große? Weiter, rechte Seite. Weiter, weiter, weiter da. Das Ding hier? Ja. Oh, Flügel. Das ist flügelstabilisierte Granate oder Mine, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall der Werfergranate, ne? Ajo. Werfergranate, glaube ich, heißt das. Wie gesagt, mit Munition kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Da gibt es Leute, die können das wesentlich besser. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr kommentiert, Leute, damit ich dazu lerne. Ich lese, auch wenn ich nicht jedes Kommentar beantworte, das meiste lese ich trotzdem. Und das würde auf jeden Fall helfen, mich schlauer zu machen und den Kanal besser. Also von daher, gute Kritik ist immer herzlich willkommen, damit ich besser werden kann und euch immer mehr Detailinformationen zur Verfügung stellen kann. Ja, also hier seht ihr, die sind alle eingeschnitten und das ist höchstwahrscheinlich gemacht worden, damit die keinen Wert mehr haben. Oder man sogar weiß, die sind ausgestellt worden. Und jemand hat die geklaut. Und wenn man die dann jemand anbieten will, das ist dann schon dreist. So, aber ich glaube, das wiederholt sich hier alles nur. Von daher. Aber das habe ich noch nicht gesehen hier, so ein Ding. Was das auch immer ist. Keine Ahnung. Man wird wahrscheinlich immer wieder Dinge sehen, die man nicht zuordnen kann. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier so langsam durch. Ich habe alles gesehen. Und wir werden jetzt weiterfahren. Wir fahren jetzt nach Vaucouleurs. Da war auch eine große Schlacht, ich glaube auch mit Minen. Werden wir dann vor Ort einmal sehen. Ich muss immer auf den Boden gucken, Entschuldigung. Also von daher, das Video an dieser Stelle ist zu Ende. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal aufs nächste Video freuen, weil das ist weiterhin Erster Weltkrieg. Vaucouleurs wird es wahrscheinlich sein. Und in diesem Sinne, Terrence und ich sind raus und bis später.